Willkommen Reisende, wir sind Soulstone Survivor. Heute schauen wir uns den vorerst letzten Charakter, den es gibt, an. Ein Ritter des Todes. Er hat erhöhte Körpermasse, ist super schnell. Wir können aber nicht Ausweichen benutzen und auch nicht betäuben. Müssen wir mal sehen. Anscheinend sind wir auch auf einem Pferd, deshalb wahrscheinlich können wir nicht Ausweichen verwenden. Dann gucken wir jetzt mal, welche Runen wir nehmen. Am besten die. Ja, wir nehmen die mal. Dann gucken wir ganz gediegen. Stufe 3 würde ich sagen. Nehmen das hier. Aber ja nicht wissen, welche Fähigkeiten er hat. So, gucken wir mal. Ganz normal auf Fluchstufe Nummer 3. Wie er sich spielen lässt, was für Fähigkeiten er hat. Okay. Also den Bereich, in dem wir Schaden machen, der ist ja schon mal ordentlich. Wir sind echt gut schnell. Machen wir mal Crit ein bisschen höher. Dann werden wir uns jetzt mal in eine Ecke begeben. Das geht auch wesentlich schneller. Ah, schon cool. Ein Charakter mit einem Pferd reitet, das ist mal was anderes. Unterwerfung hat er auch. Okay, dann nehmen wir die direkt mal. Kennen wir ja schon von einem anderen Charakter. Ist ja cool, wenn wir so schnell sind. Gibt Schwingen erhöhen? Warum nicht? Das ist witzig. Wir können den endlich mal ausweichen. Bluten erhöhen. So. Ist irgendwas neu? Nee. Dann erhöhen wir unsere Kraft. Auslöschen, Unterwerfung. Ja. Nehmen wir ruhig mal mit. Machen wir mal Verbrennen an. Boah, ist das cool, dass wir so schnell sind. Vielleicht kann man den auch je nach Fähigkeiten, kennen wir auch alle, gut auf einer höheren Fluchstufe spielen. Weil Ausweichen klappt ja schon mal, also den roten Flächen. Wir müssen ja auch nicht immer ausweichen. Wir machen mal kurz ein bisschen mehr Leben, vorsichtshalber. So, die sind auch alle, also die kennen wir alle. Gucken wir mal. Chromatischer Blitz. War die schon mal gehabt? Feuert einen Querschläger in die Richtung, in die du zielst. Der zwischen den Zielen hin und her prallt, bis er insgesamt 60 Meter zurückgelegt hat. Jedes Mal 62 Schaden verursacht und negative Auswirkungen hat. So. Sagen wir einfach mal mit. Erhöhen wir ein bisschen die Kraft. Jetzt ist aber witzig auf einem Pferd. Brauchen wir uns wegen der Geschwindigkeit erstmal am Anfang gar keine Sorgen machen. Erhöhen wir mal die Rüstung. Power
vorab sind die Bosse aufgetaucht. Klingensturm. Sich herumtreibe. Das so gut funktioniert. Mal weiter. Ist ja eh die letzte Fähigkeit, also. Sieht aber nicht aus, als hätte der irgendwie so Spezialfähigkeiten, oder? Die werden uns schon wieder nicht vorgeschlagen. Strahl des Unheils beschwört zwei Schattenstrahlen, die 6 Sekunden lang um euch kreisen und auf getroffene Gegner Unheil anwenden. So, nehmen wir mal mit. Ach ja, wir können ja nicht ausweichen. Ich habe gerade ausweichen gedrückt. War ja sehr intelligent. Wir müssen nur... Oh Gott. Im Strahl ausweichen von dem einen. So, machen wir das mal. Das. Ah, einmal nehmen wir Magneten ruhig mit. Nur gucken, da wir ja Fähigkeiten haben, die auf Zielen ausgelegt sind. Das war auch ab und zu mal zu den Gegnern zielen. Alles einsammeln. Ich habe schon wieder ausweichen gedrückt. Vielleicht müssen wir uns doch ein bisschen schneller machen. Boah, wir können, glaube ich, die Gegner wegschieben. Es sah eben so aus, als hätten wir ihn weggeschoben. Das sind nur 2 Boss, okay. So. Machen wir mit. Bisschen schneller. Bisschen Selbstentzündung. Einfachwirkung. Das ist ja cool, wenn man den ausweichen kann. Ist ja, als wäre unser Charakter auf Speed. Oh, da haben wir von den Schlangen erstmal kassiert. Die sterben nicht so schnell, okay. Müssen wir noch ein bisschen hier mal Rüstung.
Ist wieder einsammeln. Schon wieder so viel rum. Dann Werkhäufigkeit, weil da hat er ja ein Minus am Anfang gehabt. Oh. Gut, ohne das Ausweichen, das wir nicht benutzen können, ist doch ganz schön schwierig bei den Bossen, die so Flächeneffekt haben. Weil wenn man, muss man sich ja eine Richtung aussuchen, wo man jetzt ausweichen will. Und dann doch ein bisschen schwierig, schnell genug aus dem Wirkungskreis rauszukommen. Aber ansonsten macht der Charakter sehr viel Spaß, muss ich sagen. Wir sind auf einem Pferd, wir sind super schnell dank dem Pferd. Also müssen nicht überlegen am Anfang, wie bekommen wir uns gut schnell. Nehmen wir das Upgrade für Geschwindigkeit oder nehmen wir ein anderes? Aber man kann sich ja ruhig noch schneller machen. Oh Gott, da hing ich fest. Okay, wir sind einmal hops gegangen. Also nicht zu unterschätzen mit den Bereichen, wenn die schnell auftauchen. So, machen wir mal Gesundheit ein bisschen hoch. Ja, hier ein bisschen umlaufen die Gegner. Mal auch zielen. Aber gut, in roten Flächen stehen wir mit den anderen Charakteren ja auch immer so. Das ist ja nichts Neues. Boah, der ist richtig cool. Mein Todesritter. Ich könnte natürlich auch stehen bleiben, aber dieses Rumlaufen, das macht so viel Spaß. Wir sind so schnell. Ein Drehwurm. Wir haben bestimmt dann Probleme mit dem Boss, dieser Drehkreisel, der uns verfolgt. Obwohl, dürfte eigentlich gehen. Wir sind ja gut flink. Oh, der eine ist schon tot. Ah, wir machen uns noch schneller. Ui. Cool, wir haben das auf Fluchstufe 853 geschafft. Das ist ja cool. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, weil wir also nur ihn als Charakter haben, keine Beschwörungen und so, dass wir da eigentlich länger für brauchen. Und da die Gegner ja am Anfang stärker sind, auf Fluchstufe 3, also mehr Leben haben und alles, wäre ich von ausgegangen, dass das eigentlich länger dauert. Dann müsste man den ja mal auch sich da einfach in der Ecke stellen unten, ohne Flüche. Nicht bewegen und dann mal gucken, ob man sogar die Kurzzeit noch schlägt. Wir gucken jetzt mal,
in Overlord hier rein. Mal gucken. Da wir den ja neu spielen, können wir ja auch mal hier ein bisschen rummetzeln. Ja, wir sind auf Ritter auf einem Pferd mit Schwert. Kann man hier auch mal machen lassen. Wir gehen erstmal da unten in die Ecke. Da sind wir ja sehr schnell. Oh. So. Den Einsammelbereich bräuchte man auch gar nicht so weit erhöhen. Da wir ja sowieso so schnell sind. Also man spart sich zwei Upgrades theoretisch, die man lieber für was anderes benutzen kann dann. Jetzt können wir einmal einsammeln. Das einmal. Jetzt stellen wir uns hier wieder ein bisschen hin. Jetzt fängt das wieder mit den roten Flächen langsam an. Dass wir uns ab und zu bewegen müssen. Also jetzt sind es aber ganz viele. Die Bosse. Oh Gott, ja, da kam man jetzt nicht schnell genug raus. Oh nee. Da wir kein Ausweichen haben, können wir auch nicht an den vorbeispringen. Wir müssen wirklich in der Nähe der Bosse bleiben. So hat doch seine Tücken der Charakter. Oh. Nehmen wir das mal. Nehmen das. Alles einsammeln. Oh, nehmen das mal. Dann das. Wir können aber auch immer gut abbremsen, warten. Wegen den Fähigkeiten. So. Oh. Ja, ruhig einmal so Magneten mitnehmen. Bin ärgerlich, wir haben jetzt nur noch ein Leben. Lebensleiste jetzt ist auch nicht mehr so voll. Gucken, dass wir noch ein paar Level aufsteigen können. Das mit dem Ausweichen ist cool. So, dass wir schnell wegkommen. Nur mit den größeren Flächen ist nicht so gut. Aber so, wenn hier ganz viele einen dieselbe Fähigkeit machen, kann man kurz warten und sie ein bisschen angreifen. So. Oh, dann lass mal. Schaden bekommen. Langsam so mal ein bisschen. Immer noch Leben. Okay. Immer Unterwerfung mit. Bisschen doof, dass das hier nur für einen. Jetzt haben wir wieder ganz viele. Oh nein, ich bin fest. Elite-Gegner. Oh, Bosse.
So, nur ganz bisschen immer gehen. Gott. Dann nehmen wir mit ein bisschen. Jetzt müssen wir unser Leben aber mal wieder hochkriegen. Gucken, dass wir vielleicht ein Level aufsteigen. Das heilt uns ja immer ein bisschen. Nehmen wir einfach mal erhöhtes Grundleben mit. Jetzt sind es aber wieder ganz viele Gegner. Das ist schön, dann kriegen wir gute Erfahrungspunkte. Gleich kommen auch wieder die nächsten Bosse. Das heißt, wir stellen uns schon mal hier unten hin. Da ist einer. Müssen nur gucken wegen den Fähigkeiten. Ja, oh, zwei mit Laserstrahlen. Nicht gut. Immer schön auf die mit den Laserstrahlen zielen. So, jetzt haben wir noch den Eisfritzen. Und da ist er down. Wenn wir schnell, ist ja cool. Beide erhöhen, nur die eine erhöhen. Wir machen beide. So, mal wieder ein bisschen einsammeln. So. Da waren oh, direkt Flächen von den Bossen. Oh nee, da ist dieser Drehfatz. Oh, machen wir es einfach schneller. Können wir ja nichts. Kurz hinstellen, dem ein bisschen Schaden zufügen. Hat ja noch geklappt, das war gut. Machen wir Rüstung. So, gleich kommen dann die letzten Bosse. Waren es wieder ganz viele. Was können wir denn mal upgraden? Wir graden das mal ab. Steuern lässt er sich auch ganz normal wie die anderen. Oh, wir standen zu weit weg. Nein, nein, nein. Ja, cool. Also wenn man am Boss hängen bleibt, ist man direkt ein Leben los. Oh nee.
So. Das war jetzt aber tricky. Oh ja, das nehmen wir ruhig mit. So. Naja. Ja, können wir ja ruhig eigentlich noch mal ein bisschen Leben haben wir ja noch. Also wenn uns jetzt eine so eine Fläche erwischt, sind wir zwar drauf, gehen wir drauf, aber können ja mal gucken. Aber vielleicht noch einen, der will schaffen. Oh ne, das hier. Da kann man sich wieder nirgends super gut hinstellen. Wir können ja hier oben die Gegner anlocken. Also schnell alle töten. Und dann einfach, wenn die Bosse kommen, mit denen ein Stück weitergehen. Denn mit den Bossen müssen wir ja nun nicht hier bleiben. Geht ja nur darum, dass wir sie hier im Spawn lassen, damit sie alle auf einem Fleck sind. Und es ist fraglich, ob wir eigentlich schon genug Schaden machen. Weil die ja jetzt wieder ein Stück stärker sind. Mal sehen wir ja direkt gleich. Tauchen ja jetzt auf. Wie man sehr gut merkt, wenn es hakt. Wir dürfen halt. Wir haben nur ein Problem mit den. Oh Gott. Oh Gott. Große Fähigkeit. Wir haben halt nur so ein Problem mit den Fähigkeiten. Oh nein. Hm, noch leben wir. Oh Gott. Was ist mit diesen Power-Ups hier, du, während man läuft? Ist aber auch eine Kunst für sich. Scheinbar sind alle Bosse tot. Reiche erhöhen oder. Nee, ruhig öfter. Öfter ist besser. Boah. Also das haben wir jetzt aber noch gerade gut hingekriegt. Wir haben jetzt ein bisschen Leben wieder verloren. Aber das können wir zur Not können wir rumlaufen. Gucken, ob irgendwo eins liegt. Ein Lebenskristall. Hier oben ist jetzt direkt einer aufgetaucht. Das ist doch schön. So. Oh, Leo. Oh. Auch Wirkung. 60% erhöht von Unterwerfung. Das ist doch mal ein geiles Power-Up. Oh. Das da. Bin hier wieder diese Elite. Die müssen wir gut zusammenkriegen eigentlich. Damit nicht so viele verteilte Bodenflächen gibt. Nehmen wir die. Rüstung. Rüstung ist immer gut. Kann man ruhig mal mitnehmen. Boah, warum haben wir da jetzt gerade Schaden bekommen? Hm. Rückhäufigkeit ist noch nicht so gut. Ich tag es auch ab und zu, weil diese Power-Ups aufploppen. Auf jeden Fall wissen wir ja, also wenn es hakt, dann tauchen meist die Bosse auf. Und dann hakt es nochmal, wenn sie tot sind. Haben wir es direkt wieder gesehen? Oh Gott. Jetzt. Das ist alles nicht so schlimm, es ist ein Early Access Spiel. Das Spiel macht Spaß, also von daher. Wen kümmert's? Hm. Ja, mal. Bisschen Leben erhöhen.
Erhöht die Stärke. Ja. Warum nicht? Also die Bosse, die waren jetzt aber sehr schnell tot. Dabei hatten wir ja gar nicht so viele Power-Ups jetzt zwischen den Bossen. Wie man gut an unserem Leben erkennen kann. So, wieder ein bisschen einsammeln. Aber den mal. Also manchmal läuft mit den Upgrades. Und dann, wie ihr in den anderen Folgen gesehen habt, manchmal so gar nicht. Bekommt man ewig hintereinander einfach nur Müll. Aber bestimmt jedes Mal, wenn du den Charakter neu spielst, also das erste Mal, kriegst du bestimmt gute Fähigkeiten. Oh Gott. Gute Fähigkeiten und dann, wenn du ihn wieder spielst, dann kommt wieder nur Müll bei rum. 144 Schaden, weil ich durch dieses Feuer gelaufen bin. Das ist aber übertrieben. Wir können ja nur nicht ausweichen. Irgendwie müssen wir da ja durchkommen. Könnten wir jetzt aber mal einen Heilkristall gut gebrauchen, wa? So. Ging aber auch leider nicht mehr Leben. Als Upgrade gerade. Das würde uns ja prozentual angerechnet werden. Das Gesamtleben erhöhen und... Oh Gott, warum was denn jetzt? Warum so schnell? Dann war noch eben gerade erst. Jetzt gehen sie da natürlich alle in der Ecke. Das ist aber ungünstig gelaufen. Aber ihr Bereich ist heftig groß. Da schnell wegzukommen, fehlt uns dann doch noch ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber ja, das Ausweichen nicht. Oh Gott, da hätte ich gerade Geschwindigkeit nehmen können. Wieder gut aufgepasst. Nein. Oh, ja, das war's. Ihr habt da gesehen, ich kam nicht schnell genug aus dem Bereich. Er aktiviert sie so schnell. Aber wir haben ihn direkt beim ersten Versuch auf Level 18 gekriegt. Cool. Dann können wir auch ihm seine Waffe herstellen und gucken, was die macht. Das kann man vorher leider nicht gucken, was die für eine Fähigkeit hat. Also, der macht sehr viel Spaß, der Charakter. Der Ritter des Todes. Das mit der Körpermasse verstehe ich noch nicht so ganz. So, Schmied. Nee, warte. Da ist Spielfigur. Was macht das Ding? Ach, was können wir uns echt erst angucken? Was haben, oder was? Ah, da sehen wir es. Maximale Gesundheit wird noch ein bisschen erhöht. Schadensmodifikator ein bisschen erhöht. Wirkhäufigkeit oh, wird noch ein bisschen verringert. Und ein bisschen langsamer. Ja, aber gut, der hat so viel Geschwindigkeit. Unheilige Aura. Du strahlst für 6 Sekunden eine Schattenaura aus. Die Feinden, die sich in deiner Nähe aufhalten, alle 0,5 Sekunden Unheil zufügen. Cool. Stellen wir uns einfach mal, ja. 28 von... Also davon haben wir nicht so viele. Gott, und die haben wir gerade so. Fertige Waffe an. Ernten. Blitz Ziele in deiner Zielrichtung auf und bewirkt, dass alle Unheil und Verfluchtstapel in dem Bereich sofort 200% ihres Schadens verursachen und dabei alle Effekte entfernen. Okay, also ein bisschen gut, ein bisschen nicht so gut. Die kriegen instant den Schaden, aber die Stapel sind alle weg. Cool, neue Fähigkeit. Und 2 weitere sind noch gesperrt. Müssen wir auf Stufe 60 für kommen. Ja, guck mal, Gesundheit noch ein bisschen hoch. Das ist ja gut.
Schadensmodifikator. Hat der zum Beispiel gar nicht. Wirkhäufigkeit, ja gut, sind da minus 20. Da muss man die am Anfang irgendwie ein bisschen leveln. Und ja gut, 80 plus haben wir immer noch für Bewegungsgeschwindigkeit. Und diese neue Fähigkeit und die, die wir damit eben gerade freigeschaltet haben irgendwie. So, dann ist das erstmal mit dem Ritter des Todes. Der macht ja sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt euch den auch alle gut schnell freischalten. Er lässt sich ja dann, wir haben ja wieder neue Fähigkeiten, dann bestimmt auch wieder ein bisschen anders spielen. Einigen Bereichen ausweichen ist halt wirklich noch ein bisschen tricky. Das geht bestimmt noch besser. Wenn wir es noch schneller machen, aber da kriegt man ja wirklich einen Drehwurm irgendwann. Gut, dann haben wir bis jetzt erstmal alle Charaktere uns angeguckt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.